Was ist dein Thema? Ja, also erstmal vorab, wir sind uns ein paar Mal schon persönlich begegnet. Um Scheiße, du kriegst dein Geld wieder, ich schwöre. Das macht mir gar nicht so stalkermäßig klingen. Und zwar, aber bevor ich jetzt darauf komme, erstmal zu den Themen, die gerade, worum es heute geht. Ja, bitte. Ich würde gerne was zu Ding sagen, beziehungsweise ich würde dich gerne fragen, was diese Flair-Thematik angeht, was du davon hältst. Erstmal. Ja, ich meine, ich kann was dazu sagen, aber ich dachte, du hast angerufen. Was hältst du denn davon? Also ich kann, klar, gleich sage ich was dazu. Ja, ja, also natürlich, man hat viel in den Kommentaren gelesen, hier Shirin David auf Wish bestellt und so Geschichten, aber ich bin trotzdem gespannt, weil gerade Flair war ja auch schon für Überraschung gut. Also ich würde Katja wirklich nicht persönlich im Auto hören, sowas. Aber ich bin echt gespannt, wie das klingen wird. Und generell haben wir schon in Deutschland als Fan schon oft genug gesehen, dass wir Sachen auch bekommen, die wir nicht erwartet haben. Und genauso kann es auch eine gute Sache werden. Was denkst du darüber? Ja, also dieses auf Wish bestellt finde ich gemein, weil ich finde, die beiden sind sehr unterschiedlich. Super. Klar, die beiden eint natürlich eine Sache oder zwei Sachen. Die sind beide kommen aus YouTube, wenn du so willst. Da sind die Roots von beiden. Beide sind bekannt geworden über YouTube und beide sind halt sehr, muss man halt offen sagen, Sex-Sales-mäßig drauf. So. Aber Katja noch mehr und das macht sie aber stimmt. Auch offensichtlich, also viel sie offensichtlich, ist ja authentisch. Ja. Ne? Also nee, das wollte ich nicht kritisieren. Ja, ich sag nur, die sind sehr auf sexy unterwegs. So. Ich muss sagen, Katja ist eine ganze Ecke poppiger. Ich glaube, die macht ab und zu auch mal was Hip-Hoppiges oder was mit Hip-Hop. Ich habe sie ja im Interview gehabt. Ich war ja, Katja, einer der offensten, also wirklich cool und sehr offen. Viel offener als alle diese Marketing-Genies, aka Rapper. Sie hat ganz offen mit mir über alles geredet. Muss ich sagen, Shirin nicht. Ja, also, das ist natürlich wahr. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Sache, sie hat keine Angst davor. Sie geht in Formate, spricht ganz normal über, was sie vorhat, was sie machen will, was ihr Hip-Hop bedeutet und was sie eben nicht will. Sie will halt Pop machen. Sie will halt das, was sie, also ich finde sie sehr im Reinen mit sich so. Ja. Sie verstellt sich nicht so. Und das finde ich cool. Sie ist sehr authentisch, muss man sagen. Ob man jetzt, ob ihr jetzt auf sie steht, auf die Mucke, auf ihre Art oder. Ich meine, wir reden natürlich nicht sie als Mensch, sondern sie als das, was sie verkörpert, diese Figur und Katja und so weiter, weil. So weiter, ne, ihr wisst schon. Also, das muss man sagen. Katja ist sehr authentisch auf ihre Art und Weise. Ist sie auch eigentlich. Wollte ich fast sagen, sie ist ein bisschen schon Pendant auch zu Flair. Also sie passen gut zusammen. Die ist halt keine, die auf die Schnauze gefallen ist. Also sie wird sich von Flair da, also die wird, ich denke, die werden gut gevibed haben. So. Fühlst du nicht den Vibe? So, daher, jetzt ob ich jetzt die Mucke gut finde, nicht gut finde, blablabla, ist nochmal ein anderer Talk. Das ist jetzt mal, was ich sage. Was sagt die Svenja dazu, unser Professor? Also ich finde auch, dass die beiden super gut zusammenpassen und ich kann verstehen, dass diese Frage im Raum steht, dass man irgendwie da hinterfragt, ob das Hip-Hop ist oder nicht. Ich finde es total schön, dass diese Kombo zustande gekommen ist. Und ich bin super gespannt ebenfalls, wie der Track sich anhören wird und vor allem auf das Video. Das Video wird bestimmt richtig krass werden. Ich habe den Bild auch gesehen, das sieht krass aus. Also ich bin super gespannt, aber ich glaube, das wird gut. Ja, ich denke, das Video hat das Steiger gemacht, das Video? Spectre. Nee, das hat das Spectre gemacht, oder nicht? Habe ich Steiger gesagt gerade? Ich meinte Spectre. Steiger macht keine Videos. Das war ein ganz freudscher Versprecher.